Sie können zufrieden sein, dass ich gestern schön gefickt habe, dass ich entspannt bin. Sonst wäre ich schon da vorne. Ja? Wenn du mich das noch einmal fragst, dann kriegst du die Bratpfanne auf den Kopf. Ich habe die Schnauze voll. Unser Bruder, das ist Mirko Hagen. Er ist jetzt neulich zum Islam konvertiert. Sag mal, Salam Aleikum. Salam Aleikum. Bro, willst du was Cooles sehen? Was? Digga, oh! Was ist das denn? Das riecht ganz schön böse, oder? Das stinkt! Wer passende Pfanne findet, in der sie alle vier Hamburger gleichzeitig zubereiten kann, kommt die 28-Jährige auf die gefährliche Idee, die... Ach du Kacke. Digga, das könnte doch einfach ich sein. Burger direkt auf dem Ceranfeld zu braten. Das könnte wirklich... Essen! Guck mal, da war so ein asozialer Bastard, der einfach den Gulli hier rausgenommen hat. Wir zeigen, wie der Hase läuft. Oh mein Gatling-Gun, Junge! Wie geht's Ihnen? Ein Parteitag ohne Sie wäre echt scheiße. Ja, oder? Ja, ja. Und? Ich habe eine Bitte. Ich würde das gerne mal machen. Sie wollen's machen. Und wie fühlen Sie sich? Okay, und noch, immer noch gut? Noch gut, aber ich will mit Ihnen über die Deutsche Bahn reden. Ja, das habe ich befürchtet. Ich finde das nämlich so super, wenn er immer eine Frage stellt und dann den da macht. Und ja. Bevor man antwortet, sagt er, was erzählen Sie denn für ein Blech? Ist ein guter Trick, ne? Oder? Aber bei Ihnen stimmt's ja meistens auch, muss man dazu sagen, ne? Ich nehme es mal wieder. Ah, ja, okay, ich will Sie nicht arbeitslos machen. Ja, ja. Was heißt taub auf Englisch? Tap. Mit welchem Begriff wird ein neugeborenes Pferd bezeichnet? Kalb. Welcher englische Begriff bezeichnet ein Mixgetränk aus püriertem Obst? Obstsalat. Von meinem einen Kollegen die Mutter hieß Gitter. Von Holger die Mutter, Ruhe in Frieden, hieß Gesa. Meine Mutter hieß, oder heißt Gilberry, das waren die magischen G's. Das dreifache G. Und Ruhe in Frieden, Holger ist mir nicht sauer und ich kenne ja Holgers Mutter auch, sie werden mir auch nicht sauer. Damals haben wir dann immer sowas gesagt wie, ja, über meinen einen Kollegen die Mutter, hinter Gittern, also sie hieß Gitter und dann hinter Gittern. Bei Holgers Mutter war dann immer, ja, ich nehme Gesa ohne Presa. Diesen kindischen Humor, den fand ich immer so gut, Digga. So Leute, ich habe also Klausuren korrigiert. Peter, sehr gute Leistung. Du hast eine 2. Aus dir wird mal was. Und du, Mehmet, geh zurück in dein Land. So, Marvin, kommen wir zu dir. Aber die Frau hinter uns ist nicht mehr hinter uns. Well, ich. Was für ein Zufall. Ja. Ja, aber dafür kann man sie abends reservieren als Boot. Weißt du, was ich schon gesagt habe? Der geht viral auf TikTok. Wir spielen Bibi und Tina. Digga, was ist heutzutage mit den Spielen los? Was ist das, Digga? Da ist nichts drinne. Nichts drinne. Nichts zum Lesen, nichts zum Gucken. Nichts. Früher hast du in den Spielen Karten gehabt, Poster, alles. Servus. Servus, hi. Einmal die 2 getankt für 20 Euro. 20 Euro? Ja, genau. Dann nehme ich noch das hier, oder? Ja, ja. Gerne, einmal. Ja. Noch was dazu? Kannst du mir noch einen Döner machen? Ein bei Döner? Dir, auf, bei deiner Tankstelle gibt's doch Döner. Ja, gerne. Ein Döner mit allem? Ja, mit allem. Okay. Bitte schön, Döner. Danke dir. Bitte. Kannst du mir noch ein bisschen Soße drauf tun? Bisschen Soße? Ja. Ja, okay, gerne. Ey, die beste Tankstelle, gell, hast du. Magst du noch was haben? Passt, danke dir. Boah, bitte. So eine Tankstelle braucht man. Danke. Danke, ciao, ciao. Ciao, ciao. Baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a B-I-M-B. I don't know what you heard about me. Mich interessiert, ob das Straßenschild Buxtehude kommt. Weil auf der Strecke Hamburg-Bremen 100% muss eigentlich muss Buxtehude kommen. Digga, ist das beiseite mit dir? So. Du bist der Mann, du musst. Du hast, als du mich geheiratet hast, gesagt, du wirst immer für mich da sein. War ihr los? Schlusslicht links defekt, hä? Okay. Schau schauen? Oh ja, ist kaputt. Hallo meine lieben Freunde, seid ihr auf den Antilab? Du kleiner gottloser Bug, das ist gottlos! Das ist gottlos! Guck
komm, Pauli, wir müssen uns beeilen. Wir müssen beide zum Zahnarzt. Ja. Wir nehmen das rote Schnagerhusterle. Ja, komm. Och, ne, renn doch nicht, Vater. Ich, ey. Pauli, was soll denn das? Guck mal, da hinten passt nicht einmal eine Muckesäge rein. Das ist wieder typisch. Hauptsache dicke Karre fahren, aber nicht parken können. Glaubst du, das war der Nachbar, weil du immer so laut bist beim Fußball gucken? Herr Pauli, das könnte erst nur sein, ja? Ja gut, das ist auch egal. Du bist zuparkt. Wie kommen wir jetzt zum Zahnarzt? Na gut, rauskommen mit dem Ding nicht. Nee. Wir müssen laufen. Nee, Vater, ehrlich. 4 Ortschaften weiter laufe ich nicht zum Zahnarzt. Na gut, Pauli, du hast recht. Das lenkt uns gar nicht. Wir müssen sauer. Nee. Hallo, Vater, stopp, ich mach das nicht.